Willkommen zurück, Freunde, zu TechBattle Folge Nummer 54. Es ist mal wieder Mittwoch, wer hätte es gedacht? Und ohne großes Gelaber legen wir direkt los. Viel Spaß! So, in die heutige Folge haben wir es geschafft. Leo, Pascal, Adrian und Lorenz, herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Vielen Dank für die Teilnahme. Und das Voting zur letzten Folge hat ergeben, das Setup von UsiBack hat euch am besten gefallen. Und auch heute könnt ihr wieder, sofern ich es nicht vergesse oder YouTube mal wieder nicht mitmacht, so technisch gesehen, über das kleine i hier oben abstimmen. Legen wir los mit dem Setup von Leo. So, hier sehen wir zunächst einmal ein Dual-Monitor-Setup mit zwei 27-Zoll-Geräten. Einerseits auf der linken Seite ein Modell von Asus und auf der rechten Seite eines von LG. Außerdem dann noch zu sehen die Rocket Cone Optical XCD, eine Microsoft Sidewinder X4 als Tastatur, als Mousepad auch hier zu sehen wieder mal das Rocket Taito und des Weiteren sehen wir dann noch als Headset das Turtle Ridge Recon 100. Auf der linken Seite dann zu sehen ein DualShock 4 Controller und an der Wand positioniert dieser geile, ja, hau drauf Knopf für jetzt ist alles aus, hier wird Strom gespart. Strom sparen, was ist das? Spaß, auf jeden Fall eine coole Idee, um auch hier wirklich alle technischen Geräte mit einem Schlag einfach mal auszumachen. Damit kommen wir zum PC und der besteht aus dem Silent Base 800 von Be Quiet und darin verbaut ist der i7-6700K zu 4,6 GHz und eine MSI GTX 79. Farbtechnisch gesehen ist das Ganze interessant, schwarz-rot ist auf jeden Fall okay, aber dazu die Blaubeleuchtung in meinen Augen nicht so optimal, weiß wäre hier vielleicht dann doch die bessere Wahl. Seitens des Kabelmanagements finde ich das Ganze in Ordnung, einzig die Kabel hinter dem Monitor könnte man noch etwas besser verstecken und Beleuchtung ist in diesem Fall jetzt hier nicht gegeben, macht hier aber auch nichts, weil Beleuchtung direkt so am Fenster, das würde in meinen Augen so ein bisschen untergehen. Ansonsten ein sehr schlichtes Setup, mir gefällt auch immer hier noch immer der Notaus-Button zum Ausschalten von sämtlichen technischen Geräten. Thumbs up dafür und damit kommen wir zum nächsten Setup. So, damit willkommen im Setup von Pascal und hier sehen wir zunächst einmal einen LG 34 Zoll Ultra-Wide Monitor. Darüber zu sehen der LG 55 Zoll Fernseher und davor wiederum die Corsair K65 RGB als Tastatur. Als Maus verwendet Pascal die Rocket Cone XCD und das Ganze oder beides auf einen Asus ROG Mousepad. Auf der linken Seite gibt es dann noch einen Verstärker von Pioneer, der wiederum die beiden Lautsprecher links als auch rechts vom Monitor betreibt, als auch dem Subwoofer auf dem Fußboden und parallel dazu auf der rechten Seite dann der PC bestehend aus dem NZXT H440 und darin verbaut ist der i7-4770K zu 3,5 GHz und einer GTX 1070 Gaming X 8G von MSI. Ja Freunde, zum Kabelmanagement brauche ich wirklich nichts weiter zu sagen, außer richtig gut gemacht. Gerade auch der Kabelkanal für den Fernseher und ansonsten auch sämtliche Kabel hinter dem Monitor bzw. vom Monitor, Lautsprecher, also Tastatur optimal verlegt. Hier gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Die Beleuchtung wird hier einerseits nur gegeben durch den PC und dann wiederum die einzelnen Peripheriekomponenten. Das kann man auf jeden Fall so machen. Weitere Beleuchtung würde ich persönlich auch hier jetzt mal nicht hinzufügen und damit gefällt mir das Setup auf jeden Fall gut. Thumbs up dafür. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Setup. Das Setup von Adrian besteht aus einem 24 Zoll Asus Monitor mit 155 Hz und Full HD Auflösung. Außerdem dann zu sehen die Logitech 323 2.1 Lautsprecherkombination, eine Lioncast LK20 Tastatur und irgendeine Billo Maus, 5 Euro Maus von Yeetech, die irgendwie noch seinen Dienst so erfüllt. So hat es Adrian geschrieben und außerdem auf der linken Seite zu sehen eine Canon 700D. Ein richtig schönes Ding, muss ich sagen, für eine Spiegelreflexkamera. Ihr seht das Ganze übrigens auch hier immer noch über die 700D, irgendwann dann auch mal als 4K-Version. Ende des Jahres vielleicht. Mal schauen. Damit zurück zum Setup bzw. zum PC und der besteht auch hier ebenfalls aus einem Silent Base 800 und auch hier ebenfalls verbaut der i7-6700K genauso wie beim ersten Setup, allerdings hier in Kombination mit der Asus GTX 1070 OC mit 8 GB. Direkt darüber ist dann noch ein Notebook, dazu hatte sich Adrian jetzt nicht geäußert, hätte mich auf jeden Fall interessiert, was dort drin steckt, macht aber nichts, insgesamt auf jeden Fall ein cooles Setup. Auf der linken Seite noch ein Deko-Element mit reingebracht und auch so sehr schön anzusehen, ein cooler Gaming-Chair ist dann auch noch am Start und gerade Kabelmanagement technisch im PC als auch außerhalb des PCs optimal gelöst. Auf eine Beleuchtung wurde hier in meinen Augen verzichtet und das ist anscheinend auch hier in dieser Folge irgendwie gang und gäbe. Hier gibt es anscheinend heute mal keine Beleuchtung. Lorenz verwendet einen 21:9 29 Zoll LG Monitor. Dazu gibt es dann noch eine weiße Tastatur von Apple, die Razer Naga als Maus und außerdem auf der linken Seite, auf den linken Lautsprecher, die Beats Studio, ebenfalls hier in weiß und als Soundlage verwendet Lorenz die Bose Solo 15. Allein
dieser Schreibtisch gefällt mir persönlich sehr gut. Diese Kombination auch hier wieder aus Schwarz und Weiß, gerade aber auch weiße Tastatur und vor allen Dingen der weiße Monitor, das kommt schon wirklich super edel und richtig schick. Und dann auf der rechten Seite wiederum der schwarze PC, das passt in meinen Augen optimal. Und damit sind wir auch schon beim PC und der besteht auch hier, was ein Zufall, aus dem Silent Base 800 und darin verbaut ist der i7-6700K und eine GTX 1080 in der Hall of Fame Edition von KFA. Freunde, was ist das für ein geiler Kontrast, ey. Diese weiße Grafikkarte in dieser komplett schwarzen Umgebung. Wow, das ist mal wirklich richtig geil. Das ist mega gemacht, Lorenz. Also gerade hier hast du diesen Schwarz-Weiß-Kontrast optimal umgesetzt. Es gibt ja noch dieses weiße MSI-Mainboard, wobei das könnte schon wieder ein bisschen zu viel weiß sein. Aber gerade dieser Kontrast, dieses monströse GTX 1080-Gerät in weiß, in dieser komplett schwarzen Umgebung. Oh, Freunde, das ist mega. Aber alles in allem ein sehr schönes Setup. Hier wurde auch wieder auf Beleuchtung verzichtet. Kabelmanagement ist von dem, was ich so sehe, auf jeden Fall in Ordnung. Hier und da sieht man noch unterhalb des Tisches noch ein, zwei Kabel vorblitzen. Die kann man noch optimaler bzw. noch besser verlegen. Aber ansonsten ein sehr schönes Ding. Gefällt mir wirklich mega und zählt für mich auf jeden Fall auch zu einem der besten Schwarz-Weiß-Setups, die wir so bei TechBattle bisher so gesehen haben. Ja, Freunde, damit sind wir durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen es auch schon in der nächsten Folge wieder. Die wird in, denke ich mal, naher Zukunft erscheinen und eigentlich hatte ich davor, wieder so ein Best-of zu machen. Mal schauen, ob ich dran denke. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, ja, ciao, wie auch immer, ciao, bis neulich. Das war jetzt irgendwie ein bisschen verdreht. Naja, macht nichts.